Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Wir sind im letzten Part in diesen wunderschönen Tempel reingeschwommen, nachdem das Craftmanner explodiert ist und wir sind in der Vergangenheit der Zukunft sind. Also wir sind weiter in der Zukunft gewesen, dass das Craftmanner explodiert ist, aber erst in der Vergangenheit davon. Ich habe gar keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Wir haben da hinten einen Ring, den ich sehe. Wir wollten ins Wasser gucken, ob hier irgendwas ist, weil hier kann man einfach reinfallen. Ich bin, glaube ich, zum Glück nicht reingefallen. Wieso habe ich da oben zweimal Lara eigentlich? Also einmal gelb und einmal grün. Da ist nochmal ein Secret. Wie war es? Shift gedrückt halt, ne? Genau. Also ich bin kein Fan davon, dass es jetzt so viel davon gibt. Mir hat es besser gefallen, dass es wenige waren. Also kann man immer gucken. Jo, ich habe jetzt 3, ich habe jetzt 4. Das ist besser als... Ja, du hast jetzt 14 von 30 oder so. Ja, weiß ich nicht. Ist einfach zu viel. Das ist wieder kurz zu checken. Okay, ich sehe, dass wir da lang könnten. Ich könnte versuchen, diesen Sprung zu machen. Ich glaube, den schaffe ich nicht. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, Lara kann nicht mehr mit gedrückt halten länger springen. Also gefühlt waren die Sprünge weitaus cooler in den alten Teilen oder in den beiden älteren Teilen. Wir haben zwei verschiedene Hochkletterakte. Mal Licht aus. Aha. Ich kann absolut nicht so viel erkennen. Okay, das Ding ist echt hell, muss ich sagen. Wir können erstmal da hochklettern. Ich glaube, da ist auch irgendwas drauf. Okay, du sollst eigentlich nur da hochklettern. Okay, das war ein Medipack anscheinend. Okay, ich könnte nach rechts springen. Nein, kann ich nicht. Au. Willst du mich verarschen? Ich habe Medipack genommen. Das war anscheinend ein Medipack einfach nur und man kriegt echt viel Fallschaden. Okay. Jetzt kann ich da aber ranspringen, oder? Und jetzt hier hin? Aber das hätte ich mir doch auch sparen können, indem ich einfach direkt hier hochgehe. Moment mal. Bewegungsschärfe habe ich schon ausgemacht. Dieses Vollbildeffekt. Also ich habe die einfach mal die Vollbildeffekte ausgemacht, weil ich halt damit schlechter Erfahrung gemacht habe. Achso, ich glaube, ich kann hier gar nicht hin, oder? Das kann natürlich sein, dass ich gar nicht hoch... Ich glaube... Na doch, eigentlich, wenn ich... Wenn ich hier ran hopse, dann da ran und dann zurück und dann komme ich da auch ran. Na, keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach nur... Lass mal das mal mit den, Medipacks da gesehen hat. Ich finde es irgendwie komisch, dass die Medipacks jetzt... auch dem Level angepasst. Ich meine, macht irgendwie... Also es macht keinen Sinn, dass wir hier ein Weinfass finden. Aber es macht mehr Sinn, als wenn wir hier ein hochmodernes Medipack finden. Ja, warum soll ich das ausschalten? Ich sehe da nichts mehr. Okay, ich habe das hier. Okay, ich kann Gewichte mal. Okay. Einfach nur hier hinpacken oder was? Okay, wahrscheinlich muss ich beide da hinpacken. Okay, und hier kann ich irgendwas machen. Hier haben wir Sachen. Wäre es echt blöd gewesen, wenn das anders gefallen wäre, ne? Okay, und jetzt muss ich hier Dinge tun. Okay. Ich hab's aufgemacht, immerhin. Und wir haben jetzt ein bisschen Licht. Unglaublich. Ich wollte noch weiter gucken. Die Schnitzereien ähneln germanischen Arbeiten, sind aber wesentlich älter. Nie im Leben 5. Jahrhundert. Und seltsam, trotzdem viel aufwendiger. Proto-nordische Runen. Mal sehen. Reich des Nebels. Das ist Niflheim, das Reich der Toten. Nicht Avalon, sondern das nordische Äquivalent. Niflheim, okay. Es geht direkt weiter. Ich wollte gerade noch was anderes gucken. Ich habe da oben noch Dinge gesehen, glaube ich. Da ist auch noch eine Stange. Was ist damit? Ich kann mal ein bisschen gucken, bevor ich jetzt weitergehe. Ja, okay. Die Kamera ist ganz komisch. Die fällt sich irgendwie passend zum Level irgendwie nicht so gut.
Also ich hätte halt erwartet, dass ich hier halt ranhopsen kann und dann den hier mache und dann komme ich da nicht hin. Okay, gut, ich müsste sogar den Weg gehen. Komme ich denn da oben rauf? Ja. Theoretisch schon. Ist halt die Frage, was ich damit machen kann, ne? Das ist nur recht easy hier noch. Ich mache mal die Lampe wieder an. Okay. Oder musst du wissen? Was zur Hölle, Lara? Spring doch auf die erste Stange. Was ist denn los mit dir? So, einmal hier rüber. Wenn ich den jetzt hier mache, komme ich hier auch hin. Und ich glaube, der eigentliche Weg ist, dass man hier über die rüber schwingen soll, nicht wie ich hier unten langläuft, so wie ich das gemacht habe. Ich hatte einfach Glück, dass es klappt. Wir sind fast tot. Finde ich nicht so gut, aber mal gucken. Vielleicht kommen wir gleich ins nächste Level oder so. Was machst du eigentlich, Lara? Hör auf damit. Nein. Nee, nee, hör auf. Warum kletterst du da immer hoch? Ich will das doch gar nicht. Moment, hier müssen wir runter, stimmt. Und dann haben wir diesen Raum auf jeden Fall angeguckt. Ich würde sagen, wir haben alles gemacht, was ich machen konnte. Oder was ich gefunden habe. Wahrscheinlich habe ich irgendwas schon wieder übersehen, aber pff, so ist das nun mal. Okay, das ist cool. Das ist einfach Geräusche mal. Okay, mit E kann ich einfach so random treten. Fühle ich. Hallo? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwie so ein Glitzergeräusch wäre, als wäre da irgendwie das Relikt. Ja, habe ich nicht hingedrückt, leider. Oh mein Gott, die Kamera kotzt mich schon an ein bisschen. Also klar, ich steuere auch gerade nicht so super, aber dass die Kamera dann immer noch weiter das schlimmer macht, ist jetzt nicht ultra befriedigend. Genau. Gott, Junge, irgendwie bin ich ein bisschen schlecht von dem Spiel. Wie ist die Kamera so ein bisschen zu nah dran, finde ich. Okay, dann lass dich fallen. Also eigentlich wollte ich, dass sie sich da ranhangelt, aber das hat Lara anders gesehen. Okay, ich könnte vielleicht da oben irgendwas tun. Ich habe absolut nicht in diese Richtung gedrückt. Egal, wir gehen weiter. Ich wollte eigentlich gedrückt halten und langsam da reingehen, aber Lara darf sich so erstmal eine Rolle machen. Hallo. Schon wie 8 Minuten fast am Aufnehmen. Ich habe gefühlt nichts gemacht. Okay. Meine Spiel, das ist sowas versteckt vor mir. Okay, hier würde ich wieder zurück, aber warum? Und dann könnte ich das dann skippen, wenn ich, also ich glaube, ich kann das vielleicht skippen, wenn ich irgendwie besser gesprungen wäre. Aber gar keine Ahnung, also irgendwie verwirrt mich das Spiel bisher schon ziemlich. Aber die Grafik sieht okay aus. Ich mag das Design von dem Level gerade nicht so, weil es irgendwie ein bisschen zu nass wirkt alles. Das wirkt mir sehr nach Doggos. Nicht nach Doggos, nach Gegnern, aber wahrscheinlich sind es Doggos oder sowas. Auf jeden Fall HP muss ich auch gleich mal nehmen, weil ich schon wieder fast tot bin. Das finde ich gar nicht lustig. Das kann mir ruhig gestohlen bleiben. Okay, das sind bisher, glaube ich, immer die Runden. Auf mit dem Scheiß. Ich finde das echt nicht lustig. Junge! Na, ich würde mal sagen, dass der mich überhaupt mitbekommt. Der ist ja nett. 12 Bits, aber cool. Hoffentlich ist er so blind, wie er aussieht. Dürfen wir nur keine Geräusche machen, ne? Okay, ich kann mit H
H und G zoomen, aber ich kann es mit dem Mausrad machen. Und ich kann es mit dem Maustasten machen. Ich kann es mit allem machen. Okay. Auf T ist die Kamera, gut zu wissen. Werde ich vermutlich niemals brauchen. Ich kann hier rechts rüber. Ich könnte vielleicht hier rüber. Obwohl, der Sprung sieht ziemlich weit aus. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas machen kann. Da oben kann ich auch nicht rein. Also ich würde sagen, das schaffe ich nicht. Das ist auch kein Seil, das ist einfach nur eine riesige Säule. Also ich würde halt mal vermuten, dass die es für mich einfach komplett ignorieren würde, weil es hat doch Besseres zu tun, als mich jetzt so fressen oder so. Okay, wenn es Hunger hat, vielleicht nicht. Das sieht kletterbar aus. Okay, das ist spannend. Aber es hilft mir nicht so wirklich weiter. Also ich würde mal behaupten, dass da oben irgendwas ist, aber da komme ich gerade nicht hin. Da würde ich sagen, ignorieren wir es erstmal. Okay, und das kleine Vieh ist anscheinend blind. Das ist ja nicht so schön für das kleine Vieh. Ich bin durch das Ding gefallen. Ich muss halt sagen, ich finde das echt creepy. Weil jetzt würde er mich ja auch bemerken können. Weil ich bin ja im Wasser und das spürt er vielleicht. Ich bin echt kein großer Fan von diesem Vieh. Aber anscheinend soll man hier hin, weil hier ein Secret ist. Oder ein Schatz besser gesagt. Ich tippe auf, dass da nicht noch eins ist. Kannst du es nicht machen? Penner? Okay. Ich kann hier hin. Wozu bin ich hier? Ich bin halt komplett überfragt, was ich überhaupt tun soll. Kann ich hier wieder hoch? Ne, da würde ich runterrutschen können. Aha. Da muss was drin sein. Ja, okay, gut. Ist immer in den rundlichen, dunklen Gefäßen was drin. Und im Rest gucke ich einfach immer nach, ob noch was ist, weil dieses bisschen Zeit, was ich da verschwende, ist schon in Ordnung. Okay, wir haben hier ein schönes Höhlengefilde. Wahrscheinlich soll ich den ein bisschen auer machen. Okay, er zuckt aber zusammen. Cool gemacht, dass daran gedacht wurde. Das Ding kann ich mal ausmachen. Also es steht ja auch, dass das Ding, diese Lampe, ja, klug ist und das mitbekommt. Und ich mal so, bisher eher nicht so. Okay, wahrscheinlich soll ich hier runterrutschen. Ich hab's genauso gemacht wie in anderen Tomb Raider Teilen. Hier geht's nicht. Vielleicht soll ich nicht gedrückt halten. Vielleicht mag das Spiel gedrückt halten nicht mehr. Ich glaube, ich habe mir noch nicht gesagt, dass ich gedrückt halten soll. Weil ich jetzt habe ich nicht gedrückt gehalten und es geht besser. Weiß ich nicht. Okay, da warte, dass ich hier nicht rüber kann, weil hier halt Ecke fehlt, aber gut Spiel. Ja, drück mal. Wird schon was Sinnvolles machen, denke ich. Also ich würde vermuten, dass ich den Sprung schaffe von hier nach da. Ob ich das soll, ist halt die Frage. Ich kann nach hier springen. Aber wohin dann? Einfach mal versuchen. Ich wüsste es wirklich nicht wohin, weil da ist ja nichts sonst.
Okay, vielleicht doch nochmal hier unten, weil da war ja gerade der Weg versperrt von der einen Tentakel. Vielleicht soll ich jetzt auf den anderen Tentakel gehen. Es wirkt so, als wäre das hier eigentlich nicht so gewollt. Kamera, danke. Lampe an, hallo? Es sieht gerade nicht so interessant hier aus, okay. Das heißt, wir müssen vermutlich doch. Ah, okay, sie wird das coole Ding gemacht. Da muss ich auch nicht gedrückt halten für. Na doch, jetzt ging's. Jetzt habe ich einfach nur gedrückt gehalten. Okay, ich spring zu spät ab. Im anderen Tomb Raider warst du, da musst du gefühlt immer am Ende abspringen, ansonsten ging es gar nicht. Und hier denkt sich das Spiel so, ah, spring mal so früh wie möglich, aber ist mir komplett egal. Hauptsache du drückst immer mal die Leertaste vor am Ende. Oder man hat halt so eine Gedenksekunde noch, weil Lara Darby noch sich so denkt, jo, jetzt will ich wirklich springen. Dass das vielleicht irgendwie zu Problemen führen können gerade. Bin mir nicht sicher. Gucken wir jetzt mal weiter. Okay, hier war ich, hier ist nichts, oder? Ich sehe jedenfalls nichts. Ich kann versuchen, hier hinzugehen. Und von hier aus. Aber ich kann ja direkt hier auf die Hand gehen. Muss ich hier auf die Hand rüberspringen. Okay, da kann ich Sachen mitmachen. Ich kann einfach hier hinspringen, ne? Vielleicht soll ich ja hier hinspringen, hier in die Mitte. Weil ich glaube, die Mitte ist nicht so spannend. Können wir ein bisschen E-Spammen, damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Genau, so. Dann nochmal. Okay, hier kann ich anderen Quatsch machen. Was machst du? Okay, das macht absolut gar nichts. Was machst du? Noch nichts, oder? Hey, erwartet, dass mir das Ding direkt auf die Fresse hauen will. Weil ich will, dass ich es töte. Was ja irgendwie ein bisschen verständlich ist. Aber ich finde es trotzdem unhöflich von dem Ding, dass es mich nicht töten möchte. Ja. Okay, so. Meine Güte, die Kamera. Okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen von hier nach da und machen da, glaube ich, nichts weiter. Ich hätte wirklich erwartet, dass ich hier irgendwie von da nach da und da springe, aber das Spiel ist so, nope. Aber dann wären wir trotzdem, glaube ich, einfach nach unten gekommen, wären einfach nicht im Wasser gelandet. Ich bin mir nicht sicher, was da der richtige Weg gewesen wäre. Also wir behalten das mir im Hinterkopf, falls das irgendwie relevant sein sollte. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht haben die einfach ein paar Optionen eingebaut, die mich einfach verwirren sollen. Oh, das ist ja das Ding hier wieder. Springen Sie an Säulen, um auf diesen zu kauern. Ha, hier. Das habe ich natürlich gesehen gehabt. Ist ja ganz klar. Okay, was soll ich jetzt tun? Ich habe nicht aufgepasst. Da hinten ist was. Wenn ich eh spamme, geht's besser. Ja, schneller, besser gesagt. Okay, du hast hier was in den Boden geschlagen. Das ist auf jeden Fall in der richtigen Position. Das heißt, ich könnte damit starten. Da muss ich wahrscheinlich oben das Ding aber drücken. Ich gucke erstmal nach hier, ob ich hier noch was finde. Jetzt echt dreckige Beine, ne? Hier war ich gefühlt schon mal, oder? Ja, ich wollte direkt auf das Ding da treten, jo. Also ich sehe hier schon mal nichts finden, bin ich ehrlich. Also das, was ich jetzt so am Rand finde, klar, kriege ich mit, aber ist 100%ig mir auf gar keinen Fall. Okay, hier würde ich wieder zurückkommen und wahrscheinlich soll ich da was man machen später nur. Gucken wir erstmal nach dem Ding.
Also ich muss, glaube ich, den Vieh erstmal wehtun, damit es hier weggeht oder so. Bin mir aber nicht sicher. Ich sehe auch, dass der Part vorbei ist. Das habe ich rausgezogen. Genau. Was ist, wenn ich das jetzt drücke? Nichts, weil ich runterfalle. Das will ich noch testen und dann gucken wir mal. Okay. Spannend. Da würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.